Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part Eldritch Platinum. Ich habe das Team Naturlement gelevelt, unser Jakox ist immer noch gleich. Wir haben Porygon Z nun am Start, die Regionalform mit den Überresten und keiner Schwäche, immer noch unfassbar geil. Tropius ist mit von der Partie, auch mit den Überresten. Gigasauger, Luftschnitt und Hitzewelle haben wir an der Startfront. Gyarados ist wieder mit dabei, weil wir brauchen Wasser-Pokémon und ich dachte mir, hey, Flug passt da auch nochmal sehr gut rein. Vor allem haben wir einen Schwebemon, also ist nicht ganz so wichtig, dass Gyarados jetzt... Ich meine, der hat Bounce, also so ist jetzt nicht. Also, naja, dass das Flug-Pokémon nicht das schnellste ist oder so. Beziehungsweise es das einzige Flying-Typing ist. Ich fand Skuntang actually ganz gut, gibt uns zwei sehr coole Typings, auch nur eine Schwäche und wir haben zwei Bodenimmunitäten. Plus hat der Vampire Fangs gelernt, das heißt, der hat actually einen Recovery-Move mehr oder weniger. Und hat Toxin, was ich auch sehr nützlich finde und zum Schluss habe ich nach irgendwas Typing-Technisches geguckt und da ist mir Rampardos ins Auge gefallen, wo ich mir dachte, das ist doch ein absolut geiler Boy, lasst uns doch den einfach nehmen. Ich überlege gerade, irgendwas ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, was ich eigentlich überlegt hatte zu machen, aber nee, jetzt ist es wieder weg. Gut, dann würde ich aber sagen, geht's direkt in den Doppelkampf rein. Ich habe durchaus Respekt vor dem, wer weiß. Ah, ich wollte mein Max AP Plus auf Bounce einsetzen, das war es, was ich machen wollte. Ja, ich hoffe, ich denke danach noch dran. Ja, hoffen wir einfach, ne, dass Donny sein Grübchen mal einsetzt. Solrock und Lunatone. Ich habe immer noch keinen Schimmer, was für Typings die genau haben. Ich glaube, Solrock war irgendwas mit Steel, der andere war irgendwas mit Dark. Nicht Dark, sondern Rock. Das heißt schon mal ganz gut, dass wir hier ein Wasser-Pokémon draußen haben. Rock ist natürlich auch eine Schwäche, aber ich glaube, Lunatone sollte auf jeden Fall wunderbar. Das ist sogar neutral, okay. Das heißt, er hat nicht mehr Psycho. Das heißt, er hat Gestein behalten und vermutlich hat Solrock Psycho behalten. Und das denke ich, Solrock Psycho-Stahl und Lunatone ist Gestein Geist, maybe? Geist könnte ich mir sogar vorstellen. Stimmt. Eigentlich würde Geist durchaus, ich sag, das würde zu einem Mond einigermaßen passen. So, und da kommt eine Boomer-Dame-Form. Okay, gegen die bounce ich, denke ich. Weil ich sag, maybe eine Seite erstmal wegmachen ist nicht schlecht. Flammenwurf wird blockiert. Ich weiß jetzt nicht, wie das mattert. Okay, da er weiter Flammenwurf drückt, war das schon mal sehr schlau von dem Kadabra. Leider war es das jetzt auch mit Kadabra. Aber hey, juckt mich nicht, was auf der rechten Seite passiert. Solange sie noch Monster zum Reinschicken, ist erstmal alles im Buddha. Pillow Swine. Ja, keine Ahnung, wie gut der ist. Wie gesagt, also es könnte auch sein, dass Solrock Steel Fire ist mit Schwebe. Das wäre unfassbar strong. Dann wäre das actually mega der geile Encounter, weil dann hätte man nur eine Kampfschwäche, glaube ich. Also ich übersehe irgendwas, aber ich glaube, Kampf ist dann die einzige Schwäche. Was auf jeden Fall sehr cool. Ja, und Wasser halt, ne? Ich bin einfach dumm. Ich bin einfach scheiße. Ja, ich schnauze manchmal down. Es ist einfach manchmal ist es einfach besser, nicht zu reden. Ich wollte gerade sagen, maybe sehen wir das an Avalanche, aber ich glaube, Steel haben wir ja schon so ein bisschen erörtert. Also von dem her sollte das nicht mehr dann das Talks. Hatte keine Regionalform, soweit ich weiß. Genau. Das heißt, wir bouncen auch nochmal auf den drauf. Der ist das schnellste Pokémon auf dem Spiel. Ja, wobei, irgendwo sehe ich das. Du kannst mich gerne hier blockieren, wie du möchtest. Das ist, also für mich mattert das nicht wirklich. Das ist Gott sei Dank ein Wasted Turn an der Stelle. Rock Slide. Ja, gar nicht mal so dumm. Bringt nur nicht ganz so viel. Das ist sehr effektiv. Dann ist der wirklich Steel Fire. Nee. Hä? Maybe ist er doch nicht Steel. Maybe rudern wir doch nochmal zurück. Wieso ist jetzt Gestein auf einmal sehr effektiv gegen den? Dann ist der Feuerpsycho? Wie bin ich da auf Stahl gekommen? Da habe ich irgendwas falsch erörtert offensichtlich. Oder habe es mir falsch gemerkt? Na, ist Feuerpsycho wahrscheinlich so ein Ding. Und das Tox ist weg. Und jetzt hoffe ich einfach, dass auf der linken Seite nichts mehr hinpositioniert werden kann. Dann ist eigentlich ein Träumchen. Weil dann ist das Match eigentlich so gut wie gegessen. Weil 2 gegen 1 werde ich auf jeden Fall gewinnen. Zumal sich Lucia gar nicht mal so scheiße anstellt. Und das ist ganz gut. Sogar die Prio-Attacke sieht sie. Als hätte sie Pokémon studiert. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt... Ich bin ehrlich, es hätte gut sein können, dass das jetzt einfach auch nicht killt. Hätte mich jetzt auch nicht überrascht. So, was haben wir noch? Golbat. Warum ist Golbat quasi das Konträre zu dem Burmadame? Ich dachte, die hätten so die ganze Zeit nur konträre Mons. Und dann kommt da Golbat. Ich meine, am Ende wird halt jetzt auch noch... Scheiße, ich habe schon wieder das linke letzte Mon vergessen. Ich weiß, ich habe es mit Bounce gekillt. An mehr erinnere ich mich leider nicht. Meteor Dive. Meteor Dive ist so ein cooler Name auch. Könnte fast so ein irgendein Spezialmove auf jeden Fall von irgendwas sein. In irgendeinem Anime zu 100% heißt irgendwas Meteor Dive. 3 Millionen Prozent.
So, und was war das letzte? Oder was ist dann das letzte Mon hier? Ja, wir kriegen nochmal Überreste. Ja, ist okay. Das letzte Mon ist Venom. Ah ja, Pudox war auf der anderen Seite. Ja, sehe ich ein, dass das das Konträre ist. Ja, den bouncen wir und dann ist das auch Ende. Und damit haben wir die Form 02 Fliegen auch erhalten. Ich vermute, ich glaube, also das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, hat das, glaube ich, also als ich, also in Renegade Platinum hat der Move, glaube ich, soweit ich weiß, 100 Base Power. Vor allem, weil es ein Auflademove ist, finde ich, verdient das sich's auch, ja. Ist es auch so. Und jetzt lass mich mal kurz mein PP Max benutzen, damit wir Bounce erhöhen können. Ich glaube ansonsten, nicht Give. Wir können es auch nochmal auf Iron Tail von, ich will immer der Dunsburce sagen, aber von unserem Dunsburce hauen. Dunsburce! Geiler Voice Crack. Dann schauen wir mal, was die Trainer auf Route 214 so zu bieten haben. Das wird jetzt eine lange Trainerkampfpassage, muss ich sagen. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich gerade die Level Cap gar nicht im Kopf. Dass ich die so ein wenig im Kopf habe. 44 ist die Level Cap. Ja, okay. Ich sag, da dürfen wir vorsichtig sein. Oh mein Gott, stimmt. Die sind alle underleveled, weil wir ja hier schon lange hätten hingehen können, ne? Ja, okay, das werden keine spannenden Kämpfe. Ich hoffe einfach auf ein paar coole neue Mons, I guess. Vor haben wir allerdings noch zwei Encounter. Einmal diese Maniac-Höhle, die in dem Spiel sogar schon komplett abgeschlossen ist. Oh, TM59 Drachenpuls nimmt man mit. Und gucken mal, was wir da so wunderhübsches, tolles bekommen. Hypobotas, okay. Wir dürfen aber erst noch weiter gucken, falls wir eine Regionalform finden. Versuch Nummer 2 ist tatsächlich eine Regionalform. Trapinch, dachte ich mir heute. Jetzt mache ich einfach mal diese Dreier-Variante. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß, in den Kommentaren habt ihr mir schon geschrieben, mach so, wie du meinst. Es ist ein bisschen knifflig. Aber mega. Oh, das freut mich, dass wir den bekommen. Ja! Mega geil. Und genau wegen sowas ist halt diese Regelung geil, muss ich sagen. Weil sonst hätten wir den jetzt wieder verpasst und wer weiß, ob wir den überhaupt nochmal gesehen hätten. Oh Leute, Ende von diesem Gang führt mich zu den Trostruinen zurück. Ah, zu dem Item da. Wow. Ein fucking Rare Candy. Echt? Dafür? Wow. Das. I mean, wahrscheinlich sagt der Text da einem irgendwas, aber ja, okay, cool. Das Encounter-Fangen geht aber hier auch direkt schon weiter. Denn wir kriegen hier Hundusta, nein, erstmal nicht. Wir kriegen hier auch kein Hundusta, nein, das ist die Nummer 2. Das heißt, das nächste Mon, was ich finde, muss ich auf jeden Fall fangen. Ergo wird es... Okay, Graveler. Ja... Ist jetzt nicht the yellow from the egg, ne, meine Freunde? Ist jetzt nicht the yellow from the egg. But we take those. Ich meine, hey, ein Encounter ist ein Encounter. Aber ich sage, in dem Spiel vierfach Schwächen schon schwierig, dadurch, dass es neue Attacken sogar teils gibt. Und viel, es so viel Coverage in dem Spiel gibt, dass vierfach Schwächen schon ein bisschen belastend, gerade wenn zu viele auf einem Mon sind und so omnipräsente. Er ist nur noch ein Gesteins-Pokémon. Ich habe nichts gesagt. So, dann haben wir einmal aufgefüllt mit unserem Feuer-Trapinch mit Speed Boost. Okay, das wird, glaube ich, ein ganz wilder Geselle, muss ich gestehen. Boah, da freue ich mich schon drauf, weil Speed Boost, glaube ich, wird das zweite Speed Boost-Mon, was wir einfach gefangen haben. Und wir haben, okay, der hat Determinate, das bedeutet kein Recoil. Die Frage ist halt, bleibt der Rock oder ist das jetzt nur für Kleinstein und Georock? So ein Geowatz ist dann noch Boden. Weil ich weiß halt nie, ob Gestein, Boden ist, glaube ich, trotz allem das bessere Typing, um ehrlich zu sein. Oh, wir hätten hier auch das Soul Rock kriegen können. Der wäre cool gewesen, glaube ich, immer noch. Schade. Naja gut, also bis hier vor sich zu kämpfen, war jetzt nicht unbedingt so schwierig, muss ich gestehen. Boah, in das Doppelkampfhaus werden wir aber, um ehrlich zu sein, nicht reingehen. Ich glaube, das erspare ich mir dann doch. Ich glaube, man kriegt da auch nichts Krasses irgendwie raus oder so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich mir denke, nee, da ist meine Motivation jetzt eher geringer. Steht der immer da? Und da sieht man nochmal, if you become champion, wir sollen nochmal hierher kommen. Okay. Da ist nochmal der Shoutout an Dryano, der Renegade Platinum gemacht hat. Und das war quasi der Hackersteller, der nochmal die Altered Formen reingefügt hat. Es ist allgemein einfach so eine. Also, ich muss auch hier an der Stelle nochmal kurz appreciaten, wie genial diese Idee ist, einen unfassbar geilen, knackigen Hack zu nehmen und zu sagen: Hey,
Weißt du, was sie noch knackiger machen würde? Regionalformen. Und das einfach reinzuhauen. Und der Hackersteller sagt dann noch so, yo, mach das, klingt geil. Trick Room als TM ist actually sehr mächtig, muss ich sagen. Da kann man für einen Arena-Kampf maybe mal in die Trickkiste greifen, wenn man sich denkt, ja, okay, Team ist schon arsch-slow, dann vielleicht Trick Room bauen oder so, wer weiß. Aber das ist immer noch sehr, sehr cool. Und hier kriegen wir den Electrizer für Electabuzz. Und der hat auch gerade gesagt, dass Elevoltik in dem Spiel ein Kampf-Pokémon ist. Und er hat gesagt, dass Markbrand anscheinend niemals einen Feuersturm misst. Was für die Fähigkeit schildlos sprechen könnte. Ich fände es auch cool, wenn da die Wummer-Fähigkeit für den eingefügt worden wäre. Also Mega-Wumme würde auch zu Markbrand sehr gut passen. Und dann so Moves wie Aurasphäre, Drachenpuls geben. Dann würde der so geil werden, glaube ich, ist der Wahnsinn. Und dann kriegt er noch Armor kennen, wobei ich glaube, das passt jetzt von Krimanzo dann doch nicht ganz so gut rein. Okay, hier liegt ganz gelegen die TM41 Hydropumpe herum, auch sehr wild. Und dann gucken wir mal, was unsere Encounter... Lol, wie kommt man denn das Item da? Unsere Encounter-Freunde hier sagen. Plaudergeil. Gott sei Dank noch ein Nein. Pelipper, das ist Gott sei Dank auch noch ein Nein. Leider muss ich das nächste jetzt reinnehmen. Last but not the least ist also unser Encounter ein... Boah, Bojelin. Ich mag Bojelin, ich finde ihn cool. Maybe hat er irgendeinen Buff bekommen, was ihn cooler macht. Ich hoffe es ein bisschen, weil ansonsten ist er so meh. Ist halt ein schnelles Mon, das ist immer cool, aber... Damage Output ist ein bisschen schwierig. Vielleicht wurde der aber gebufft. Damit sind wir aber auch schon in Weidebusch angekommen. Und dann gucken wir mal, was unser Bojelin so am Start hat. Und dann gucke ich mich natürlich in Weideburg noch um. I mean, wir haben jetzt heute noch nicht so viel gemacht. Vielleicht machen wir sogar den Arena-Kampf noch heute, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Flauze hat ein Relaxed Nature, ist nicht ganz so gut, aber Reckless als Ability. Das ist sehr wild, weil der kann sicher Wave Crash in dem Spiel. Und das könnte sehr gut sein. So, ich habe hier auch einmal kurz die Werte. Wir haben immer noch 85 HP, haben dafür aber jetzt 120 Attack statt 105, was ein sehr guter Buff ist, würde ich sagen. 60 Def, 100 Special Attack statt 85, auch sehr solide, 55 Speed Def statt 50 und nochmal 5 Speedpunkte mehr, 120 Speed, damit kommen wir auf eine Gesamtsumme von 540 statt den vorherigen 495. Wave Crash ist auch ein Move, den er von selber lernt, was gut ist, so mit Aqua Jet, guter Water Hitter und der lernt jetzt Icicle Crash und Rock Slide, also actually hat er solide Coverage an der Stelle und gerade physisch stelle ich mir den gar nicht so scheiße vor, also... Denke, damit ist der fein. Damit ist der fein. So, wie ich hier gerade von der älteren Dame erfahren habe, gibt es hier tatsächlich ein Lapras-Geschenk, wovon ich, um ehrlich zu sein, gar nichts wusste. Ich weiß nicht, ob das hier neu ist, aber dem ist so. Cool. Gucken wir uns Lapras auch direkt an. Weiterhin ein Wassereis-Pokémon. Surprise. Serene Grace aber jetzt bekommen. Ui. Und Slackoff hat der. Boah, das ist... Actually echt strong. Quiet ist, glaube ich, auch ein recht gutes Nature auf dem. Der hat jetzt defensiv richtig viel Value. Lapras kann nicht gefunden werden. Bin ich wieder mal begeistert. Das heißt, ich muss den manuell suchen. Okay, Lapras, tatsächlich Water Absorb wurde stattdessen weggemacht. Hat genau dieselben Stats, nur in seinen offensiven Werten hat er jetzt 95 Attack und 95 Special Attack. Was aber interessant ist, Lapras kann jetzt mit der TM Hydropumpe, Eisenschädel, Icicle Crash kombiniert werden. Icicle Crash auch nicht bad zum Flinchen, aber vor allem mit Siedewasser. Das bedeutet, Lapras hat eine 60%ige Chance, den Gegner zu burnen. Das ist unfassbar mächtig. Also das schon für so einen Bulkimon. Ich consider gerade Lapras reinzuholen, weil der ist eigentlich echt sau strong, muss ich sagen. Sehr geil finde ich das, sehr geil. Oh, und der Attackenerlerner ist auch wirklich weiter in der Attackenerlerner. Ich habe nämlich mich gefragt, ob da irgendwas nochmal geändert wurde, aber nein. Das heißt aber, wir können uns so Level 1 Moves und so einen Kram jetzt raus... Oh, das ist actually... Ist das nicht auch wieder mega strong? Und jetzt kann ich hier nochmal überlegen, ob ich meine Moves abändern will, weil ich habe D-Dance jetzt auch auf meinem Tropius, aber ich glaube, wir bleiben mal noch dabei. Ich bringe, glaube ich, jetzt sogar Drachenpuls bei, weil an der Stelle muss ich jetzt eigentlich nicht mehr aufpassen. Aber das müssen wir uns merken, dass Tropius D-Dancen kann, wenn wir da nochmal was mächtigen physischen Feuerangriff, wir haben ja keinen Recoil, das heißt Flammenblitz im besten Fall lernen. Der wird geil.
Okay, Freunde, ich bin gerade über unseren Squad gegangen und wir haben jetzt so viel. Also, das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt Headlong Rush und Acelrock auf unserem Rampardos. Also, Stab Acelrock auf dem mega geil mit. Ich glaube, dem sein Angriff wurde runtergemacht auf 145. Dafür hat er ja mehr Speed, was vollkommen okay ist. Dunspurs hat jetzt auch Acelrock, einfach weil ich Prius geil finde. Und die U-Turn, also Momentum auf dem Garados, kann einfach Meteor Dive. Auch mega geil. Ich glaube, Polygon Z hat nichts Neues bekommen. Genau, bei dir ist auch alles gleich. Aber, puh, sexy, sage ich da. So, ich könnte mir in Weideburg natürlich hier einen Encounter holen. Aber das werden wir absichtlich nicht machen, wegen dem Wasserdratini. Weil ich glaube, mit der Angel stehen die Encounter so ein bisschen fest. Boah, ich glaube, ich besiege den erstmal, bevor ich meinen Encounter hier nämlich noch suche. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den mit Surfer gut finden können. Deshalb würde ich den Encounter mir erst einmal aufheben. Oh, ein Karnevin. Spannend. Okay, den haben wir schon mal besiegt. Und dann würde ich mir hier noch die TM mitnehmen. Ist nämlich Toxin. Sehr gute TM. Und dann schauen wir doch mal, was uns das Gras so bietet. Ob wir hier eine neue Regionalform finden werden oder nicht. Du bist keine neue Regionalform, aber du wärst sehr cool. Nummer 2 ist ein... Ja. So, Runde 3. Dieses Mon müssen wir nun fangen. Ist ein... Ich bin jetzt nicht der größte Fan. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich krass gebufft werden kann, weil der ist eigentlich nicht wirklich... Also, ich würde den jetzt als nicht so schlecht betiteln, dass er unbedingt einen Buff bräuchte. Deshalb würde es mich wundern, weil ich habe übrigens auch Quick Balls gekauft. Aber gut, ich meine, wie gesagt, wir nehmen alles, was wir nehmen können. Ist ja ganz klar, steht außer Frage. Gut, dann gucken wir uns auch unser Weepin Bell an. Der hat Liquid Ooze. Ja, sehe ich, ob ihn das jetzt unbedingt besser macht, weiß ich jetzt nicht. Ich guck mal gleich wieder, ob Victory Bell einen Buff bekommen hat oder nicht. Okay, Victory Bell ist actually sehr viel besser. Also was heißt sehr viel? Schwierig. Also, die offensiven Werte bleiben gleich, HP auch. Dafür ist Def und Spidef hochgegangen. Def ist jetzt 95 und Spidef ist 100. Dafür ist der Speed auf 40 runtergegangen. Lernt aber wiederum auch sowas wie Leech Seeds. Ich denke, Synthese... Nee, es schaut aber so aus, als würde Synthese nicht lernen. Ich dachte, man kriegt daraus jetzt einen defensiven Value, aber... I mean, doch, also, ja, ist okay, ist okay. Dann werde ich mich jetzt, I guess, dran machen, hier noch die ganzen Trainer zu besiegen, ne? Weil mehr gibt's nicht noch so zu tun. Oh, hier sind ja auch noch die Leute drin, die mir Moves beibringen können, fällt mir gerade auf. Ich muss sogar immer ein Pokémon auswählen. Ah, nee, da steht's dann. Okay, das ist sehr cool. Kann ich mir irgendwie das quasi durchlesen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Das ist ein bisschen nervig. Ich würde halt gerne einfach allgemein wissen... Oh nein, du sollst nicht Icy Wind lernen. Auch wenn Icy Wind nicht schlecht auf dem ist. Okay, und da geht es allgemein um Special Effekte. Ich würde halt gerne wissen, was die einfach allgemein für Moves alle haben. Kann ich das maybe hier irgendwie nachlesen? Okay, der Typ macht quasi Support Moves. Bei dem gibt es so Special Effekte, die die Moves haben können. Und der gibt dir quasi einfach irgendwie diese starken Moves, nenne ich es jetzt mal. Ja, wie zum Beispiel Hurricane oder so. Auch nicht schlecht, auch sehr wild. Ja, ist halt doof, dass man das nirgendwo sieht. Ich meine, die sind wahrscheinlich zusammengefasst, aber gerade sowas wie Hurricane ist ja im Normalfall kein so normaler Move. Ist ein bisschen nervig, vor allem, weil das Haus halt richtig kacke positioniert ist, muss man sagen. Also das ist so scheiße, ist der Wahnsinn. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, also erstens ist es mega nervig, immer wieder fürs Pokémon Center hier zurückzulaufen. Zweitens, warte mal, wir können ja über das Fernrohr maybe gucken, ob es hier... eine Regional Form gibt im Endeffekt, ne? Eigentlich sollte das ja funktionieren. Also, wir können zumindest gucken, was es so gibt. Ein Knilz, Schluckwelch, Bibberill, Schluckwelch. Oh, da ist die Parasect-Form. Die sieht actually echt nicht so geil aus. Aber ich finde es trotzdem cool, die zu haben. Bibberill. Nochmal Parasect. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den ziehen, ist, glaube ich, relativ hoch. Die Bunke und Carnivine gibt es natürlich. Klar, klar, klar. Aber ich glaube, Tangela wäre auch cool, weil Tangrowth ein sehr gutes Mon ist. Drapion auch natürlich. Ich denke, wir ziehen da schon was Gutes raus, würde ich sagen. Ich denke. Und dann werde ich tatsächlich gar nicht auf der linken Seite weitermachen, weil ich finde es unfassbar anstrengend, immer wieder hier zurückzulaufen. Ich weiß, potenziell
verpassen wir dann eine Entwicklung von der Regionalform, die wir heute sehen können. Aber ich sage ehrlich, wir haben, glaube ich, heute schon wieder sehr vieles gesehen. Durchaus. Also ich sage, ich finde ehrlich, 2 bis 3 Mons im Durchschnitt in einem Paar zu sehen, das sieht irgendwie sehr krass reworked aus. Und hier liegt einfach Matschbombe am Anfang schon herum. Das ist krass. Auf jeden Fall, das finde ich sehr wild. Muss ich gestehen, Drapion einfach als erster Encounter. Na gut, aber nein, Sie, Sir, sind es noch nicht. Ja, ich bin sehr gespannt. Und dann würde ich nämlich gerne noch in den Rivalenkampf heute gehen, dass wir ein Special Battle schon noch heute haben. Und dann kommt Scroopy auch nicht schlecht. So, und da kommt der dritte Bursche und es wird Scroopy. Ja, wie gesagt, ich bin mit Drapion mehr als zufrieden. Mega geiles Typing, auch ein gutes Mon. Jetzt muss der kleine Racker nur noch in diesem wundervollen Ball drin bleiben und dann ist eigentlich alles gut. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendein wildes Item finden. Keine Ahnung. Also, ich wüsste jetzt zumindest nicht was. Ich meine, wir haben Matschbombe schon hier gefunden. Also, welche krass, was wir verpasst haben, schreibt's rein und dann hole ich es irgendwann mal nach. Oh Leute, und die würde mir eine TM geben dafür, dass ich 5 Pokémon da drin fange. Aber das darf ich halt nicht machen, deshalb. Also man könnte sagen, ja, für die TM macht eine Ausnahme, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht die krasseste TM ist und ich da jetzt nicht allzu deprimiert bin, dass ich sie nicht bekomme. So, wir haben hier Scroopy, neutrales Wesen, Battle Armor, schmeckt, T-Spikes und SD sogar schon drauf. Schmeckt? Ja, schmeckt. Wisst ihr, was hoffentlich auch schmeckt? Der Sieg? Man muss wirklich komplett den linken Weg gehen. Echt? Wow. Das ist jetzt gerade sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Oh, ich will den doch gar nicht machen. Ah, hier oben liegt nochmal die TM Käfergebrumm rum. Mein Problem ist, ich kann ja gerade gar nicht einschätzen, wie lang für euch der Part ist, weil ich bin jetzt schon, ich kann mal sagen, ich bin 50 Minuten im Part. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lange er für euch ist, weil es sind sehr viele Kämpfe, die geschnitten werden und dadurch ist das immer mies, noch ein schwer einzuschätzen. Ja gut, ich habe mich bis zu Marinus vorgekämpft. Das waren jetzt alles keine schwierigen Kämpfe, muss ich gestehen. Unser Team ist sehr solid, also das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, Wasser-Pokémon sind halt echt ein bisschen nervig. Dadurch ist mein Porygon jetzt nämlich schon auf Level 43, weil ich diese Wasserfuzzis und so bekämpfen musste. Ja. Ah, damit können wir, denke ich, leben. Und hier oben war ja... Ja, genau, hier oben ist einfach nur das. Wow, ja, dann gehe ich jetzt wohl zurück. Geil. So, jetzt sind wir dann aber bereit für den Rivalenkampf. Schauen wir mal. Ich bin mit Porygon im Lead, weil ich mit dem Staraptor... Nee. Stimmt, der hat gar keinen Staraptor. Der hat ja einen Pidgeotto. Ich glaube, Taubsi hatte er, oder? Ich bin mir gerade mega unsicher. 6 Pokémon auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will ja euch auch den Special Trainer Kampf bieten. Es ist aber nur Pidgeot, nicht Pidgeotto, Pidgeotto. Ich weiß immer nicht, ich denke mal, Pidgeotto wäre die Entwicklung Hyper Voice in der Schnelle, aber das sollte mich doch nicht two-shotten, oder? Wenn doch, wäre jetzt deprimierend. Das ist deprimierend. Boah, habe ich meine Motivation, also, wow. Ich würde jetzt gerne rumschreien, aber ich denke mir, nee, das ist einfach nicht wert. Ist einfach nicht wert, weil ich schon wieder ein dreckiges Pokémon an einem Scheiß... Also, gewonshottet worden wäre der niemals. Niemals. Maybe hätte ich einfach in Ramaidon gehen sollen. Tja, einfach mit Ramaidon im besten Fall leaden sollen und dran denken müssen, dass das nicht Staraptor ist. War auch ein bisschen mein Fehler. Bisschen, ja. Aber am Ende des Tages ist das halt schon wieder eine Rotzfrechheit wie... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hat das Massaker im letzten Part noch nicht gereicht? Offensichtlich nein, Jan Mega. Ja, der würde mich halt mit einer Drachenattacke rausnehmen. Was werfe ich in Drache Käfer rein? Ah. Actually, gute Frage. I mean, es wird jetzt erstmal die Drachenattacke... Ja doch, eigentlich ja, guck's. Also Steel ist ja actually ein sehr guter Check dafür. Ich meine, das einzige Problem ist, dass wir halt jetzt nicht allzu bulky sind. Das heißt... Es wird wahrscheinlich trotz allem zwiebeln, aber wir haben immer eine Cellrock noch in the bag. Ist ganz nett. Ja, es ist okay, ja, Damage. Und er hat Speed Boost. Okay. Aber das wissen wir schon. Ich wusste nicht, ob da maybe sich was ändern kann. Gigasauger. Ich denke, Iron Head plus Cellrock sollten ihn rausnehmen. Wobei, ich glaube, Jan Megas Def war gar nicht so scheiße. Ich glaube, die Spitfire Katastrophe Def war sogar noch okay. Aber Cellrock killt. Ja, das ist ein Crit. Okay. Ja, habe ich mir verdient. Bin ich ehrlich.
Nach dem Crit in der Runde 1, wo er mein nächstes... Jetzt meine Cellrock gerochen, oder warum wechselt er? Okay, also er wollte, I guess, einfach nur Ironhead predicten. Hat mehr oder minder auch noch meine Cellrock mitpredicted. Auch wild. Aber gibt mir das jetzt nicht die Möglichkeit, gegen den zu de-dancen? Also wie gesagt, er hat Steinhagel als Thermattacke dazu bekommen. Das wäre halt ein bisschen nervig. Nur eine Wasserdüse juckt mich ja gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein de-dance wert. Und eigentlich, also ich weiß nicht, ob er das unbedingt bekommen hat, den Move. Ich meine, wir werden es jetzt herausfinden, weil ich drücke halt D-Dance. Er geht auf Wave Crash. Ja, das wird halt trotzdem auf minus 1 Zwiebeln wegen Reckless. Das ist schon strong an der Stelle. Okay, es ist okay. Ist mehr oder weniger okay. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr als einem D-Dance trauen soll. Weil wenn ich nicht mehr mache, ich bin vermutlich jetzt eh schneller als alles. Dann kriege ich halt wieder Überreste und bin wieder einigermaßen fit. Und ich glaube, ich nehme... Die Fittigkeit nenne ich sie jetzt mal lieber. Boah, mich nervt es so, dass wir jetzt schon wieder eine Regionalform... Das war das einzig Gute, als ich wenig Regionalform dabei hatte. Ich dachte mir mal, ach, ich habe noch coole Regionalformen auf der Bank. Und jetzt wird mir einer nach dem anderen weggehext. Wie gesagt, war auch teils mein Fehler. Ich nehme das auch teils auf meine Kappe. Aber warum Panferno von allen Mons jetzt? Ich will jetzt nochmal kurz nachgucken, aber Nassschweif und Dings sind ja beides gleich stark. Ja, ist also scheißegal, was ich drücke. Ich gehe mal auf Nassschweif, nicht, dass aus irgendwelchen Gründen der nicht mehr Kampf ist. Ah, wahrscheinlich, weil die KI nicht versteht, dass ich den plus 1 Init Boost Intus habe und der Donnerschlag mit Eisenfaust hat. Ich glaube, deshalb wurde hier Panferno reingeschickt, ja. Das ist geil, dass die KI dumm ist. Das appreciaten wir an der Stelle sehr. Und wir kriegen immer mehr Leftovers, das ist auch geil. Ja, und da ist ein... Äußerst nerviger Bursche. Vor dem habe ich sehr viel Respekt. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, Meteor Dive könnte flinchen. Maybe, weil es ein bisschen danach aussieht. Auf plus 1 sollten wir den, denke ich, two-shotten. Rock Slide kann er wahrscheinlich. Der sollte okay sein. Es kommt einfach Body Slam. Bitte nicht. Okay, das hat sehr viel mehr Damage gemacht, als ich gesagt hätte. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut, man muss bedenken, Gyarados Death ist gar nicht mal so hoch. Es wirkt nur immer höher durch den Bedroher. Das ist so ein bisschen das Ding. So, und damit sollte Snorlax schon mal weg sein. Auch sehr gut. Das Problem ist, danach kommen immer noch zwei Mons. Da kommen immer noch zwei Burschen, vor denen ich sehr viel Respekt habe. Ich weiß nicht, wer genau. Haben wir da schon mal was zugesehen? Ich glaube, wahrscheinlich ja. Eins von dem Ampharos. Oh, stimmt. Die Entwicklung. Oh, das ist ja cool, dass der eine Regionalform bekommen hat. Finde ich sehr fancy. Okay, Ampharos sollte aber eigentlich nichts gegen Dings machen. Der wäre strong gewesen, wenn er ihn von Anfang an reingeschickt hätte. Weil der ja auch Unaware hat. Und stimmt, der kann auch Schallwelle drücken. Ich wollte nämlich erst in... Oh, Dings gehen. Skuntank, aber ich glaube, Skuntank ist ein bisschen weniger bulky als unser Tropius hier. Deshalb ist das, denke ich, fein. Pflanze, Feuer, Wasser haben wir jetzt alles gesehen. Okay, dann ist das wahrscheinlich das bulky Mon in seinem Team, I guess. Und er geht weiter auf Schallwelle. Ja, das ist okay. Ich überlege gerade, ob wir nochmal auf eine Runde Ruheort gleich gehen. Ich denke, ja. Ich glaube, eine Runde Ruheort nehmen wir auf jeden Fall mit. Er hat auch Überrest. Ja, okay, das ist wieder ein bisschen nervig. Also eine Runde Ruheort können wir uns erlauben. Aber danach muss ich mit Hitzewelle angreifen, weil sonst kommt er in eine Range, wo ich ihn maybe nicht mit der nächsten Hitzewelle kill. Und wer weiß, ne? Wir wollen, ne, das böse C-Wort wollen wir natürlich hier an der Stelle nicht aussprechen. Das muss jetzt nicht passieren. Genau, weil dadurch sollten wir noch über 50% auch bleiben mit Tropius. Wenn wir den gekillt haben, kriegen wir ja in der nächsten Runde nochmal Überreste. Das ist nochmal ein bisschen mehr KP. Und dann schauen wir mal, was das letzte ist. I guess, ich glaube, es müsste eigentlich ein Drache sein, weil ich glaube, in Renegade hat jeder einen Drachen. Brutalanda, Garchomp oder Dragoran. Pff, weiß ich nicht, was da jetzt reinpassen würde. Ich meine, am ehesten knack... Nee, Mamutel hatte Lucia, vergesst das. Nö, ich habe keine Ahnung, welcher Drache kommt. Gar keine Ahnung. Ich meine, Flying Type hat er in Form von Pidgeot so oder so. Ah, nevermind, stimmt, Jan Mega ist der Drache, da war was. Ist aber tatsächlich ein bisschen nervig, weil wenn er auf die Drachenattacke geht, kann ich nicht in den gehen. Und Finn wird outspeedet und maybe sogar getushot. Muss ich maybe sogar drin bleiben und hoffen, ich lebe? Weil wenn ich jetzt Finn reinwerfe... Aminan stirbt eher. Ich sehe eher mich Skuntank sterben lassen als Tropius gerade. Ich muss meine Regionalformen keepen und wir haben mit Rapier einen besseren Ersatz sogar.
Oh, lecker. Aber dann wär natürlich Rampardos absolut free gewesen. Aber das sollte auch okay sein. Weil dann können wir den mit, hätten wir den mit der Cellrock killen können. Aber gut, ich meine, am Ende des Tages mattert das jetzt nicht unbedingt. Es ist halt sehr bitter, dass wir... Ich glaube, wir haben nämlich jetzt kein Elektro-Pokémon mehr auf der Bank, oder? Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist tatsächlich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ich meine, hey, immerhin, der Rivalenkampf ist damit überstanden. Auch wenn wir wieder einen Mon verloren haben. Und das an einem Crit. Das wäre wahrscheinlich vermeidbar gewesen. Aber darüber reden wir einfach nicht weiter, ne? Darüber reden wir einfach nicht weiter. War ein bisschen... Ich sehe es inzwischen immer mehr als meine Schuld, weil ich sage... Um Crit ist einfach ein Ding, da spielt man drum herum. Ich meine, klar, ich konnte jetzt nicht kalkulieren, ob Piper Voice killen wird oder nicht. Weil der ja im Normalfall ganz andere Werte hat. Der hat wahrscheinlich hier so ein bisschen Megatauber Special Attack Werte, genauso wie es bei Low Pony ist. Und hätte er einfach mit was anderem leanen sollen wie Rampardos. Aber ich dachte halt, oh, Staraptor gibt mir den Bedroher, das möchte ich nicht. Was eigentlich auch mega dumm ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der sogar Reckless hat, ist höher. Oh doch, wir haben noch ein Elektro-Pokémon. Nevermind, wir haben actually noch einen sehr soliden Ersatz, muss ich sagen. Der kommt dann auch direkt rein. Haben wir da noch ein Elektro-Pokémon? Nee, das ist dann aber auch jetzt wirklich das letzte Elektro-Pokémon, nämlich Amnael, unser Raichu. I mean, damit haben wir nochmal ein bisschen gutes Speedymon dabei. Ist nochmal eine Regionalform, was ganz nett ist. Ja, und dann hoffe ich einfach mal, ne, dass der nicht so schnell stirbt. So, ich zeige euch dann nochmal kurz unser Raichu. Wir haben ja das Bold Nature. Wir sind actually recht bulky unterwegs, was cool ist. Vor allem mit dieser Coverage. Guckt euch diese Göttlichkeit an. Ich meine, wenn das jetzt noch Energieball wäre, wäre noch mächtiger. Aber, also Wasser-Pokémon werden von dem zerberstet. Scheißegal gefühlt, welches Typing. Gut, so Drache, Wasser ist ein bisschen schwierig. Aber hey, egal. Wir hätten eigentlich alles richtig gut damit. Und damit würde ich auch sagen, wenn wir an der Stelle ein paar beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß in der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Ich hoffe einfach mal, wir haben einen Special Battle, wo wir mal wieder keinen Mon vielleicht verlieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dafür äußerst gering. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye.